Wie läuft meine erste Immobilie 8 Jahre später? Was ist bisher passiert und in der Zwischenzeit passiert? Darauf gehe ich jetzt ein in dem Video gleich und das finden wir raus im Office. Seid ihr bereit, wie das Ganze jetzt ausschaut? Und zwar 8 Jahre später. Also damals, wenn ich so zurückblicke, ich hatte echt gar keine Ahnung. Also wir haben die Wohnung gefunden, gekauft, ohne irgendeinen Plan. Und ich weiß sogar noch, das war ein sehr heißer Sommertag, also es ist ziemlich genau 8 Jahre her, es war glaube ich im Juni oder Juli. Und da war so ein heißer Sommertag, wir sind zum Notar gekommen, die Verkäuferin war da, wir waren da und dann der Notar, was macht ihr hier? Also ja, wir wollen die Wohnung kaufen, wie besprochen. Ach so, ich dachte, der Termin, wurde abgesagt und dann hat der Notar in kurzer Hand den Kaufvertragsentwurf angefertigt und direkt beurkundet, weil da gab es irgendwie gar keinen Entwurf richtig und da hat eh keiner so richtig durchgeblickt, was eigentlich gerade passiert. Und dann haben wir es durchgezogen und jetzt 8 Jahre später, muss ich sagen, jetzt habe ich eben gerade den Vergleich noch erstellt, vorher, nachher, also 4 Jahre zu 8 Jahre, was hat sich denn da verändert? Hat sich schon auf jeden Fall nur in Bezug auf dieses eine Objekt seitens des Objekts einiges getan, aber auch seitens des Marktes hat sich einiges getan, weil ich habe da so Kennzahlen auch drin, wo wir gleich drauf eingehen noch, wie viel ist denn die Immobilie wert laut so einem Schnellgutachten und das hat sich auch sehr stark verändert. Klar haben sich auch die Zinsen verändert und so weiter, aber in welche Richtung, das siehst du gleich. Also ich habe jetzt hier die Tabelle aufgebaut, hier Jahr 4, das ist das Video, was ihr kennt. Ich habe genau die gleiche nochmal genommen. Komplette Zeile, habe sie kopiert auf Jahr 8, ja. Vielleicht mache ich nochmal Jahr 12, wenn wir dann wieder 4 Jahre haben. Und dann habe ich es verglichen, vorher, nachher, was ist unterschiedlich passiert und so weiter. Also, Stadt ist noch die gleiche und die Straße, alles hier hat sich gar nichts verändert hier vorne rein. Finanzierung 10 Jahre, war die festgeschrieben. Aber ihr seht schon hier, Restdarlehen, damals waren es 48.000 und ein paar zerquetschte. Jetzt ist gar nichts mehr da, also die Immobilie ist mittlerweile komplett abbezahlt. Wir haben die sondergetilgt, warum wir das gemacht haben, da gehe ich später nochmal drauf ein. Auf jeden Fall ist jetzt keine Finanzierung mehr drauf, also keine Grundschuld ist noch drauf, aber keine Finanzierung auf das Objekt bezogen. Damals wurden 20.000 Eigenkapital eingebracht, hat sich überall nichts verändert, außer hier ist es eine Änderung, die erste, wesentliche. Es gibt keine Annuität mehr. Es gibt keine Annuität mehr. Die Annuität ist ja die Rate an die Bank, die sich zusammensetzt aus Zinsen und Tilgung. Die wird anfangs vereinbart. 300 Euro waren es hier. Und dann berechnet sich immer im Verhältnis auf den Restdarlehen die Zinsen, also 1,4% auf den Betrag. Das sind dann quasi 56 Euro Zinsen gewesen im Monat. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel mal 20.000 reinschreibt, nur dass ihr versteht, wie man da rechnet, hat man nur noch 23 Euro Zinsen. Aber die Rate ist gleich. Und dementsprechend fließt mehr in die Tilgung rein. Die Tilgung berechnet sich so, 300 minus die Zinsen. So, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel 30.000 reinschreibe, dann geht die Tilgung, verändert sich dann und so weiter. Aber die Rate, die abgebucht wird vom Konto, ist immer konstant. Das ist ein annuitätisches Darlehen. Vor 4 Jahren war die Miete 555 Euro kalt. Konnten wir ein bisschen anheben auf 660 Euro kalt. Aber das war tatsächlich keine Mieterhöhung, sondern eine Neuvermietung. Da ist der Mieter ausgezogen. Das ist, glaube ich, der zweite Mieter, der in der Wohnung drinnen wohnt. Langfristig vermietet. Super zufrieden. Ich höre nie irgendwas, obwohl die Miete schon relativ gut ist. 14 Euro pro Quadratmeter ist nicht schlecht. Da ist aber auch eine Tiefgarage mit dabei bei der Miete. Und wir hören nichts und müssen nichts machen. Also das ist wirklich Passive Income, würde ich mal sagen. Das ist Passive Income. Die Nebenkosten sind auch Pi mal Daumen gleich geblieben. Die Einnahmen sind hoch, die Kosten sind runter. Also hier in den Kosten sind nur die Zinsen drin, ganz wichtig gewesen in dem vor 4 Jahren Thema. Weil Zinsen sind ja linke Tasche, nee, Zinsen sind Kosten und Tilgung ist linke Tasche, rechte Tasche. Das heißt, du hast ein bisschen Liquidität weniger, aber dein Darlehen wird weniger. Dementsprechend steigt das Vermögen an. Und deswegen zählt die Tilgung nicht bei den Kosten rein, die Zinsen schon, weil die nicht dein Vermögen steigern, sondern das sind Kosten für die Bank. Und vor Steuer kommt jetzt natürlich hier auch was anderes raus, ein bisschen mehr Überschuss jeden Monat. Die Kosten und der Gewinn im Monat ist natürlich deutlich, deutlich höher wie der Cashflow, weil beim Cashflow vor 4 Jahren
war noch halt die Tilgung mit dabei und ist nicht mehr. Das ist immer das gleiche Thema. Tilgung, Zinsen fällt weg und die Miete ist höher. Das sind so die drei wesentlichen Veränderungen, die bisher eingetreten sind. Wir haben jetzt 600 Euro Cashflow im Monat, die Rendite in Bezug auf den Kaufpreis 10,5%. Damals war es nur 8,8%, weil die Miete halt noch niedriger war. Und so hat sich das alles verändert. Übrigens, ich habe auch ein Excel-Video gebaut, wo du dir selbst deine eigene Excel-Tabelle aufbauen kannst. Weil so eine Vorlage ist immer schön und gut, aber nur wenn du sie richtig selber gebaut hast, verstehst du wirklich jeden Hintergrund selbst. Und wenn du es anfangen willst mit Immobilien oder schon ein paar Immobilien hast und das Ganze professioneller gestalten willst, dann bau dir auf jeden Fall deine Excel-Tabelle selbst. So, jetzt geht's weiter hier. Netto-Rendite, das sind die Kosten abgezogen. Ist natürlich deutlich, deutlich besser jetzt, weil wieder die Zinsen weg sind und so weiter. Also im ersten Video vor 4 Jahren bin ich auf die Kennzahlen noch viel, viel tiefer eingegangen wie jetzt. Wer jetzt nochmal genauer wissen will, wie die Kennzahlen sich berechnen und was sich dahinter verbirgt, dann verweise ich auf das alte Video, weil hier geht es jetzt in erster Linie um den Vergleich. Was ist denn 4 Jahre später passiert? So, jetzt gehen wir zum Cashflow und zum Ertrag. Aber ganz wichtig, da müsst ihr alles mit dem Steuerberater klären, weil ich bin hier kein Steuerberater. Ich erkläre das nur symbolisch, wie das bei mir so in meinem Verständnis ankommt als Steuerlaie, sage ich jetzt mal. Also hier haben wir auf jeden Fall mittlerweile 7200 Cashflow pro Jahr. Und das ist auch der Gesamtertrag sozusagen vor Steuer, weil es gibt ja keine Zinsen mehr. Die einzigen Kosten, die wir geltend machen können, sind die nicht umlegbaren Nebenkosten. Da ist auch die Rücklagen und sonst was habe ich jetzt vernachlässigt. Aber damals war es so, war es 5200 Euro vor Steuer, aber Liquidität, also Cashflow ist ja was liquide wird, ist deutlich weniger. Das waren nur 2300, weil eben dieser Tilgungsanteil noch extrem hoch war. Aber die Tilgung ist auch vor Steuer und muss auch versteuert werden. Dementsprechend kickt das doppelt rein, weil die Liquidität ist weg. Der Gewinn ist aber da in den Büchern, man kann aber nicht drauf zugreifen, muss aber trotzdem die Steuern bezahlen. Und jetzt haben wir den Unterschied hier, ja. Also pro Jahr haben wir hier einen Gesamtertrag, der höher ist, dadurch, dass es jetzt abgelöst ist, die Finanzierung von 1.900 Euro, aber einen Cashflow höher, einen höheren von 4.800 Euro. Das heißt, das ist die Differenz, wo man hier jetzt erwirtschaftet, aufgrund dieser Sondertilgung von dem kompletten Darlehen. Das hört sich erstmal nicht so viel an, aber wenn ich jetzt mal 10 Jahre das weiterlaufen lasse, gedanklich, dann habe ich hier 10 mal das. In 10 Jahren habe ich hier 19.000 mehr Ertrag oder halt 10 mal den, also 48.000 Euro mehr Cashflow in 10 Jahren, dafür, dass der Kredit halt weg ist im Vergleich zu vorher. Und wenn man da mal rechnet, man hat 10, 20 Wohnungen, dann ist es halt mal kurz eine Mille, was da mehr hängen bleibt. Also das sind schon dann doch keine Peanuts, im Einzelnen vielleicht schon, aber wenn man viele und einige Objekte hat, dann kommt da einiges zusammen und das sollte nicht vernachlässigt werden. So, jetzt gehen wir weiter auf die nächsten Spalten und das hat mich selber extrem gewundert, was hier rauskam, denn wir haben ja mittlerweile eine Zinswende gehabt und die Preise sind extrem runtergegangen, die Zinsen oben. Das sind jetzt tagesaktuelle Werte, die ich jetzt rausgerechnet habe, heute. Und zwar 2020, da war es 4 Jahre alt, die Wohnung bei uns im Bestand, war der Homeday-Preis 2,8 auf den Meter, was 131.000 Euro entspricht. Heute ist 3,6, was 170.000 Euro entspricht. Das heißt, wir haben hier eine Wertsteigerung nochmal gehabt in den letzten 4 Jahren um 40.000 Euro. Das ist auf jeden Fall ordentlich viel. Vor 4 Jahren konnte man noch gut verkaufen über die Rendite, vielleicht für 4%, vielleicht für 3,5%. Dann hast du halt hier 190 wäre möglich gewesen. Jetzt geht nicht mehr 3,5%. Jetzt kriegst du vielleicht noch 5% einen verkauften Kapitalanleger. Das heißt, kommt auch 160.000 raus am Wert. Wenn man schnell verkaufen muss, so hätte ich gesagt 165.000, vielleicht 160.000. Und dann sieht man halt hier unten, was da rauskommt. Also über den Berechnungsfaktor kommen wir 37.000 Gewinn oder Differenz zu vor 4 Jahren mehr, hier kommt 25, hier 28, wenn ich mal hier einen Mittelwert ziehe, sind wir bei 30.000, also ich würde sagen, die Wohnung hat Pi mal Daumen 30.000 Euro Wertsteigerung erwirtschaftet, das war dann die Wertänderungsrendite, 30.000 Euro in 4 Jahren, das sind im Jahr 7.500, das sind im Monat 7.500 durch 12, das sind im Monat 625 Euro Wertsteigerung, so wie die
Mieteinnahmen schon waren. Also das ist ordentlich, definitiv. Viel hilft viel, das heißt mehr Wohnungen, mehr Wertsteigerung, mehr Wohnungen, mehr Miete. Und hier noch die paar anderen Kennzahlen, die jetzt nicht so ganz relevant sind, weil genau der Barwert ist einfach das, was hängen bleibt, wenn man es verkauft. War davor natürlich nicht so hoch, wenn man einen Kredit ablösen musste. Und dann der Gewinn, wie viel man an Gewinn erwirtschaften könnte von der Immobilie. Und ohne Vorfälligkeitsentschädigung, die ist ja jetzt weg. Und wie viel Offset man sich da einkauft, wenn man sie jetzt verkaufen würde. Hier waren es 7,9 Jahre. Das heißt, ich verkaufe jetzt und habe dann durch den einmaligen Ertrag, den ich hier außerordentlich erwirtschafte, 7,9 Jahre mich vorgehebelt. Mittlerweile dadurch, dass der Preis verhältnismäßig höher geworden ist, sind es 11 Jahre. Das heißt, warten und später verkaufen lohnt sich in vielen Fällen. Es kann natürlich auch mal heftiger nach hinten losgehen. Also die letzten 2-3 Jahre gab es einen Wertverfall. Aber ich bin hier trotzdem noch drüber, weil wir vor 4 Jahren gekauft haben. 16, 17 war schon, das waren schon heftige Zeiten mit dabei hier zwischendrin. Und seit 2 Jahren ist eigentlich erst so richtig der Wertverfall. Und wenn man halt genau kurz davor gekauft hat, dann ist halt natürlich blöd. Dann hat man jetzt so ein bisschen Lock-in-Effekt. Das heißt, man kommt nicht ran an sein Vermögen. Das ist das Gleiche, wie wenn man eine Aktie kauft und die geht runter. Irgendwann geht sie vielleicht wieder hoch in 5 Jahren. Aber wenn du dazwischen drin zugreifen musst, dann hast du ein Problem. Und das war jetzt so der Unterschied von der Immobilie. Was ist passiert in den letzten 4 Jahren? Wie lief meine erste Immobilie 8 Jahre später? Und ich habe immer noch das gleiche T-Shirt an. Habe es extra ausgepackt, weil wir haben damals so eine T-Shirt-Produktion aufgefahren für Family and Friends. Sag mal Bescheid, ob es euch gefällt, weil ich glaube, wir haben auch ein paar verkauft damals, aber nur so ein paar, waren nicht so viele. Hier liegen auch schon ein paar Bücher bereit für das nächste Video, was wir gleich filmen. Meine Top 3 Bücher, die relevant sind für die Immobilienbranche. Und vielleicht kommt noch ein viertes dazu, weil ich war mir noch nicht ganz sicher. Sag mir mal Bescheid, ob du solche Offenlegungen wie jetzt hier gut findest, weil falls ja, dann mache ich bald ein Video zu meinem allerbesten Immobiliendeal bis jetzt. Beim letzten Video, 4 Jahre später, haben viele von euch ihre eigenen Erfahrungen geteilt. Deswegen gerne auch hier, teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren. Wie laufen eure ersten Immobilien ein paar Jahre später? Da können wir gerne drüber diskutieren. In diesem Sinne, macht's gut und gute Investments.